Ja, willkommen zurück. Neuer Part, neues Glück. Ja, beim letzten Mal haben wir Oberkuras gefunden und sind jetzt immer noch auf dem Weg nach Travancal und laufen direkt mal weiter. Denn, ja, oh, da ist Action. Klatschen wir jetzt hier ein bisschen. So, hey, irgendwo, ah, da ist er. Hat natürlich nicht so was richtig Fettes fallen gelassen. Einen guten Halt haben, können sie wieder Kopf, können wir eh nichts mit anfangen. Ja, hier gibt es nichts Tolles, Neues. Hier ist Wasser. Interessant. Oder so ein Moor oder irgendwie so ein Quark. Komm her. Ich hau auch mal eben aus dem Leben. Ja, irgendwo muss ich ja hier. Hier ist ein Tempel, oder? Wir haben schon wieder keine Ausdauer. Tolle Wurst. Ich glaube, hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Hier ein fettes Tor. Was ist das? Der Damm von Kuras. Gut, ja. Wir gehen mal weiter, gucken, wo es hinkommt. Wo wir dann rauskommen. Mein Flegel ist im Eimer. Ich bin überladen. Ja, das ist mir egal, ob du überladen bist oder nicht. Wir haben jetzt erstmal ganz andere Sorgen. Reliquienschrein. Wir machen uns ein Portal. Und wo ist die Schmiedtante? Genau, die war da unten irgendwo. Die kann uns mal eben unseren Pflege ein bisschen heil schieben. Ich hoffe, die Tanne. Ja. Hallo. Guten Abend. Abend. So, reparier uns. Alles reparieren. Du bist wieder volle Lotze. Du bist jetzt auch volle Kanone. Gut, wir hätten auch auf den Scheiß ausweichen können, aber naja. Was soll's? Erstmal, wir haben hier unser mega fashion Pflegel und haben wir schon irgendwie wieder was zum. Haben wir was zum Verhökern schon wieder? Oh ja, guck. Das komische Schwert wollte ich verticken. Komm her. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Eure Tapferkeit und euer Mut sind uns allen ein Vorbild. Aber nun müsst ihr euch denen stellen, die für das Böse verantwortlich sind, das über unser Land gekommen ist. Ihr müsst den Hohen Rat der Zakarum vernichten. Vor langer Zeit wurde diesen Ältesten auferlegt, über Nephisto zu wachen, den Herrn des Hasses, der unter dem Wachturm gefangen ist. Im Lauf von Generationen gerieten diese bedauerlichen Männer immer mehr unter den Einfluss von Nephistos böser Macht und der Rat wurde zum Zerrbild seiner einstigen Größe. Nephistos Hass hat Zakarum verdorben und aus seinen gläubigen Anhängern paranoide Fanatiker gemacht. Darum müsst ihr zur Tempelstadt Travinkal reisen und den Rat vernichten. Wenn er nicht mehr existiert, wird Mephistos Macht über dieses Land und seine Bewohner gebrochen sein. Ja, klar. Also Travancal, sind wir ja schon quasi auf dem Weg hin. Schwarzen Tempel? Moment. Okay. Hohen Rat. Kotpflege. Hä? Okay. Die beiden haben wir noch nicht entdeckt, die beiden Quests. Ja. Wir gehen zurück. Und ja, latschen mal weiter. Gucken mal, was es uns. Wo geht's hier hin? Ist hier noch was Schönes? Aber zum zerfallenen Heiligtum. Schwarzen Tempel sollen wir suchen. Okay. In Travancal. Travancal. Oh. Da sind wir. Perfekt. Klasse. Hallo. Alter, jetzt sind ja auch noch zwei von diesen komischen Hacken auf dem Kiefer. Ich bin eingefroren, oder? So. Du bist schon das Beste, du auch. Und du hörst mal auf, mich hier mit Scheiße zu bewerben. Mir geht's doch so gut. So. Gold. Wir müssen erstmal hier ein bisschen looten gehen. Gold. 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 Gold.
Stadtbutter, nehmen wir gerne. Heiltrank leicht, nö. Nachtfürst, ja, bla bla, gehen wir nicht auf Klötze. So. Nachtfürst, ja. So, was ist hier noch? Scheine Gesundheit, alles klar. Gibt's hier irgendwo mal so ein Ausdauer-Moped oder so? Ja, ich glaube, da kommen wir so erstmal nicht weiter. Ja. Oh. Wir haben im Dunkeln falsch abgebogen. Sorry, mein Fehler. Ja, wir sind gerade wieder aktuell ein bisschen langsam geworden, aber wir haben den Wegpunkt gefunden. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und ja. Schatz. Quest hat sich aktualisiert. Suchen den Trommeln keiner kann den Kohlflieger hüten sich vor dem Hohen Rat, alles klar. Vernichten Sie den Hohen Rat. Ja, alles klar. Hohen Rat, Search and Destroy. Kriegen wir hin. So. Gold. Ja, den anderen Gold, den holen wir später. Was ist das denn für ein Ding? Eine Schlachtbank oder sowas. Naja. Oh. Hier kann man nicht runter. Klasse Nummer. Die Einbahnstraße, also wirklich so Sackgassen einzubauen. Was soll denn der Mist? Haben wir eine Ausdauer-Elixier. Perfekt. Ja, ich weiß, also das ist schon länger bei mir im Inventar. Ich hab's nur noch irgendwas geht denn da ab. Oh, da hört sich böse an. Alle aus dem Haus. Fanatica. Komm mal her. Ja, 91 Gold. Ja. Gehen wir mal wieder runter. Oder geht's hier irgendwo partymäßig weiter? Nö. Okay. Schlafbank, Schatz. Kettenstiefel. Können wir was? X, A. Aber Stiefel bringen ja so gut wie gar nichts am Rüstung. Naja. Nee. Oh, fuck. Oh, wir sind im Arsch. Ich bin tot. Na klar. Wie sollte es anders sein? Ja. Hier liegt auf jeden Fall jetzt mal wieder mein gesamtes Gold rum. Ja. Sorry. Was haben wir denn? Well, wir haben Bit. Wir haben immer noch kein Level Up. Wir machen uns mal eben ein kleines Kettchen wieder auf. Aber wir haben ja noch diese eine lustige Axt da. Im Inventar. Und machen wir das doch mal so. Dich lagern wir ein. Ganz ehrlich, nö, obwohl doch, ja. Hm. Aber wir haben ja den Wegpunkt schon. Travenkal. Und wir sind da oben, sind wir verreckt. Das Ding ist, oh, wir haben vergessen, unseren komischen Typi wieder mitzunehmen. Ups. Können die nicht hier irgendwie so eine Außenstelle, kann Ashara hier nicht eine Außenstelle von sich aufmachen, dass ich nicht hier immer quer durch die Gegend dachsen muss? Nur um da mal eben so ein bisschen, ne? Guten Tag. Ja, ja. So, komm wieder mit. Kleiner Lauch. Die hätte eigentlich wohl mal ruhig hier so eine Außenstelle losmachen können, ne, dann, das wird uns einen Haufen Weg sparen. Ja, wir gehen hier direkt wieder drauf, los. Halt. Wir machen uns mal eben die beiden Heiltränkchen. Komm mal her. Geht sofort wieder los mit dem Rad oder was? Wir sammeln nur irgendwelche Kadaver. Ja. Ich bin schon wieder tot. Klasse Nummer. Klasse Nummer. Wir müssen uns ja irgendwie mal ein bisschen was anderes einfallen lassen.
Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal ein kleines Problemchen. Ja. Klasse ist das auf jeden Fall. Es war so. Was kann ich für euch tun? Das war so auf jeden Fall nicht geplant. Ja, wir gehen jetzt bei Ormus erst noch mal ein bisschen. Guten Tag. Tränke kaufen. Ah, gut, wir haben noch ein bisschen Asche. Ja, wir kaufen uns jetzt noch ein paar Tränke und. Ja, gehen völlig unbewaffnet auf die Scheiße wieder los. Und ja, wir sind ja jetzt ja schon zweimal gestorben. Und wir sind schon wieder tot. Klasse. Ja. Ich würde sagen. Nee, wir probieren es nochmal. Wir gehen nochmal los, holen uns wieder unseren tollen Begleiter. Ja. Guten Tag. Ja, am Arsch ist guten Tag, so gut ist ja gar nicht mehr. Ja gut, wir sind diesmal auch völlig ohne Bewaffnung alles einfach mal losgegangen und haben natürlich verkackt, wie sollte es anders sein? Und ja, wir werden vermutlich nochmal sterben. Dann gehe ich jetzt erstmal von aus, dass ich nochmal sterben werde. So. Wir haben schon mal den ersten Teil unserer Ausrüstung wieder. Wir gehen zu den Docks. Was war das? Okay, wir haben wiederbekommen unsere, ja, Zweitausrüstung. Klasse. Hast du mich nicht immer geheilt? Schön, euch zu sehen. Okay, was habe ich jetzt identifiziert? Was war das? Ach, den Ring. Klasse. Hilft mir nicht. Heizt ja? Ah, du heizt mich für lau. Alles klar. Ja, wir latschen zurück, dann werden wir wahrscheinlich direkt aufs Fressbrett kriegen. Okay, das erste Ratsmitglied haben wir sofort. So, das ist schon mal ein Anfang. Vollhelm. Wir haben fast volles Leben. Schauen wir uns den Vollhelm mal an. Okay. Mhm. Das ist geil. Das geben wir unserem komischen Typ gleich. Erstmal. Ja. Was haben wir denn hier noch an Heiltränkchen zur Verfügung? Ja, die zwei. Das war jetzt so dumm wieder. Ja, wir müssen immer noch mal ein Schande. Komm her. Wir zehren das hier jetzt gerade so ein bisschen auseinander. Wir nehmen das Radmitglied mit. Gehen nochmal eben nach Ormus, lassen uns für Lau heilen. Nehmen jetzt aber unseren komischen Typen dann sofort wieder mit. Dankeschön. Nur fürs Gespräch geheilt werden, das ist eine geile Nummer. Was kann ich für euch tun? Ja, belebt man Raldin wieder. Dir drücken wir den aufs Auge. Ne? Obwohl, der macht sowieso die ganze Zeit Frostzauber, das heißt, wir behalten den. Ich weiß aktuell nicht, was wir sonst für einen Helm. Also, diese eine Maske haben wir ja. Gut, aber das alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.